Warum bin ich auf dem Boden aufgewacht? Es scheint dunkle Nacht draußen zu sein. Aber kein einziger Stern ist zu sehen und auch kein Mond. Verdammt. Und damit herzlich willkommen zu dem Spiel Shattered Memories oder Shattered Memories. Eigentlich der zweite Teil von einer Trilogie. Der erste Teil ist The Forgotten Treasure, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Das schaue ich mir gerade noch aktuell als Let's Play an bei Högl69. Aber das Spiel finde ich dann nicht so spannend, um ehrlich zu sein. Deswegen dachte ich dann doch, ey komm. Hey, lasst mich hier raus, macht auf. Verdammt, was ist nur los? Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich gedacht, ey komm, das Spiel steht hier auch für sich, da muss man den Vorgänger nicht unbedingt für gespielt haben, deswegen, und auch nicht den Nachfolger, der noch, glaube ich, gerade in der Mache ist sogar. Deswegen fange ich jetzt hiermit einfach mal an mit diesem Let's Play. Aha. Die Story ist, dass wir einen Albtraum haben. So ähnlich wie damals bei Lara's Nightmare, nur anders. Bei The Forgotten Treasure ging es nämlich darum, mal wieder ein besonderes Artefakt zu finden, einen besonderen Schatz, wie auch immer, den Lara unbedingt für ihre Sammlung haben wollte. Dummerweise hat dieser Schatz jetzt die Eigenschaft, dass wir in diesem niemals enden wollenden Albtraum gefangen sind. Es scheint noch alles eigentlich normal zu sein, aber wir sind neben unserem Bett aufgewacht. Draußen ist es nicht einfach nur Nacht, sondern es ist wirklich quasi wie eine andere Dimension. Und wir müssen jetzt irgendwie aus diesem Albtraum entkommen. Dazu müssen wir den Schatz, den wir gefunden haben, im vorherigen Spiel quasi erneut finden und zerstören. So quasi wie das Gion in Tomb Raider 1. Und Tomb Raider 2, wie es halt so ist, das hatten wir auch damals bei diesem anderen Tomb Raider 2 Custom Level. The Ancient Jade Mask nämlich, dass die Sounds, wenn sie sich wiederholen, unendlich laut erstmal sind. Und auch zwischendurch, wenn manche Sounds kommen, ist es erstmal unglaublich laut. Deswegen, ich werde mich oft erschrecken. Garantiert, weil so sind die Sounds ja jetzt voll okay. Aber wenn die Musik neu einsetzt, wie gesagt, ist die immer erstmal unglaublich laut. Und apropos Sound, achtet mal auf den Hintergrundsound. Der ist nicht normal. Wir haben mehrere Hintergrundsounds vermischt als Hintergrundmusik, was ich mega geil von der Idee her finde, muss ich ganz klar mal sagen. Naja, ziehen wir erstmal den Schalter. Wenigstens finden wir direkt mal unsere Waffen. Aha. Ja, aha. Dann sind wir nicht ganz so wehrlos hier. Aha. 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 Ah! Das meine ich damit. Die Sounds sind erstmal immer so furchtbar laut. Aha. Na, aber hört mir, wir haben diesen... Wir haben einmal diesen Sound quasi von der Zisterne aus Tomb Raider 1. Jetzt fragt ihr euch, hä, wieso, da gab es noch gar keinen Hintergrundsound in Tomb Raider 1. Ja, richtig, aber bei der PC-Version oder bei der Steam-Version zumindest schon. Deswegen, wir haben hier gerade die Hintergrundgeräusche von der Zisterne quasi. Dann vom Hochsicherheitstrakt aus Tomb Raider 3 und die Gruselmucke aus Tomb Raider 1. Oder sogar aus Tomb Raider 3. Ich bin mir gerade unsicher, ob es die Gruselmusik aus Tomb Raider 1 oder 3 ist. Die klingt auch teilweise ein bisschen ähnlich. Aber naja, Knöpfchen. Ach, hier ist direkt aufgegangen, dass wir heraus können. Okay. Ich habe dieses Spiel komplett als Let's Play mir bereits einmal angesehen, aber... Oh Gott, ich habe Angst. Aber ich habe vieles direkt wieder vergessen, natürlich. Oh Gott. Wie viele Fackeln haben wir? 18 erstmal, das ist schon mal gut. Das Spiel ist wirklich sehr gruselig teilweise. Es gibt zum Glück keine Jumpscares direkt. Hallo? Die Fackeltaste funktioniert nicht, oder kann ich es hier mitmachen? Ah, mit der Sprintentaste kann ich hier eine Fackel entzünden. Nicht mit der Komma-Taste wie sonst. Okay. Aua. Was zur Hölle ist hier los? Ich meine, Shattered Memories heißt ja, soweit ich das weiß, zerrüttete Erinnerungen. Und, och, Musik, bitte. Und deswegen ist hier aus Laras Erinnerungen, was sie alles so erlebt hat in ihren Abenteuern, wirklich alles total durcheinander gewürfelt. Eben waren wir noch im Haus, jetzt sind wir direkt hier bei 40 Fahrt oder so, einem der Unterwasserlevel auf jeden Fall. Und ja, wir müssen halt irgendwie
wo auch immer es ist, hier in unserem... What? In unserem Albtraum zu diesem Artefakt halt wieder kommen, damit wir... Was zur Hölle ist dein Problem gerade, Lara? Wieso kannst du mit Fackel jetzt nicht hier dein Ding machen, oder was? Dann eben ohne die Hangeldecke, so? Das geht auch, wenn du jetzt hier so zicken machst sonst. Oh Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist hier los? Oh mein Gott. Hier bleibe ich lieber unter Wasser, wenn es hier so laut ist. Oh. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Und warum ist die Musik immer wieder so laut? Das macht es echt nicht besser, Leute. Ich speichere lieber nochmal. Ist hier nicht auszuhalten. Was haben wir denn hier? Geht's hier weiter oder ist das erstmal dieser Secret-Weg quasi? Oh nein, ist hier wieder eine Moräne. Wenn hier eine Moräne ist, ne, ich krieg einen Schreikrampf. Ah ja, falsche Taste. Oh mein Gott. Nein, hier ist ein Secret. Au. Die Sounds sind echt so unglaublich laut, wenn die neue einsetzen. Es ist furchtbar. Das ist das einzige Manko hieran, aber naja. Ach, Kind. Darüber werde ich mich, glaube ich, am meisten aufregen und am meisten erschrecken. Aber wir haben einen Schatz gefunden und das Schöne ist daran, die Secrets, die es hier sind, also es gibt wieder drei Secrets, wie man es von Tomb Raider 2 gewohnt ist. Aber es sind keine Drachen, sondern es sind die Schätze, die es quasi dann gab, soweit ich mir das habe sagen lassen, von dem Bonus-Ding von Tomb Raider 2, nämlich The Golden Mask. Was ich ja auch eigentlich schon längst mal let's playen wollte und dann irgendwie doch noch nicht dazu gekommen bin, was mir echt von Herzen leid tut. Es wird definitiv noch kommen, aber ich habe irgendwie immer so Bedenken, dass es dann irgendwie nicht läuft oder sonst irgendwas schief geht und deswegen hatte ich irgendwie immer wieder auch Angst, irgendwie es zu testen und ja, ich war jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber so ging es mir halt damit, dass ihr da Bescheid wisst. Wo mag uns dieser Weg nur hinführen? Oh Gott. Ich möchte alle 5 Sekunden speichern, gefühlt. Das ist echt so... Hä? Was ist denn jetzt hier? Hier ist nichts. Was? Oder warte mal, hier, die Wand sieht doch anders... Ah, ja. Ich wollte schon gerade sagen, die sieht doch ein bisschen anders aus. Hier muss man echt auf alles achten und vor allem mit allem rechnen. Ach scheiße, weiter zurück geht gar nicht. Na gut, muss ich ihn reinschieben. Shattered Memories kannte ich ja vom Titel her bisher nur als Silent Hill Spiel. Weil es gab ja ein quasi Remake bzw. Reimagined von Silent Hill 1. Und das war dann quasi Shattered Memories. Okay, jetzt sind wir aber wieder bei uns zu Hause gefühlt. Und da liegt was. Was auch immer das ist. Ist das irgendwie eine Notiz oder so? Oder Ohrringe? Was ist das? Ah ja. Some details hide the true way. Also mehrere Informationen halt darüber, über den versteckten Weg der Wahrheit oder so. Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott, seht euch mal den Himmel draußen an, Leute. Knallrot. Apokalypse now. So scheint es wirklich fast. Verdammt creepy. Und die Musik setzt gleich wieder neu ein. Ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen weh. Ja, sie guckt da schon so hin. Ich erkenne das schon. Diese Lampe hier ist ein Schalter. Tja, hier sind wir quasi im Musikzimmer und doch nicht im Musikzimmer. Irgendwie ja auch im Wohnzimmer und irgendwie gleichzeitig auch nicht. Hier hat sich einiges ganz schön verändert und holla die Waldfee. Genau, da müssen wir hin. Das ist ja hier wie von denen halt,
schwimmenden Inseln aus Tomb Raider 2, dass wir da hinten zwei Sachen brauchen, um es einzusetzen. Aber das haben wir natürlich noch nicht. Das müssen wir uns erstmal zurecht sammeln und finden. Ich kann auf jeden Fall nicht eine Fackel nach der anderen anmachen, aus Sicherheitsgründen. Weil ich weiß nicht, wann wir die nächsten finden werden, wie schnell das sein wird, etc. pp. Das ist also hier nur ein Verbindungsgang? Ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade aktuell, was war das eben, 18? Ja, jetzt haben wir noch 16, genau. Zum Glück können wir uns ja auch mit den Pistolen zwischendurch ein bisschen den Weg erleuchten. Hier brauchen wir einen Schlüssel auf jeden Fall. Hier auch? Ja, hier ist auch ein Schlüsselloch. Und hier ist wieder so ein Lampenschalter. Dann geht die Tür hier auch auf. Okay, soll ich da jetzt schon rein? Ich habe ein bisschen Angst. Nicht, dass wir jetzt irgendwie dann nicht mehr zurück können. Jetzt sind wir nämlich wieder im Schlafzimmer. Obwohl wir da ja auch gestartet sind. Deswegen, das ist interessant. Also man kann damit rechnen hier auch, dass man Räume wirklich häufiger sieht. Und jetzt ist der Himmel auch nicht mehr komplett schwarz, sondern halt dieses typische Rot, was wir auch schon in dem anderen Raum gesehen haben. Aber es ist echt verdammt unheilvoll und gruselig. Oh je. Angriff! Okay. Ach ja, andere... Ich drücke immer wieder die falsche Taste, weil ich die Komma-Taste so gewohnt bin. Als, Oh, fuck. Ich brauche eine stärkere Waffe. Ich brauche sofort eine stärkere Waffe. Okay, das war gut. Okay. Puh. Ey. Das ist ja auch mal krass. Das ist eine Lara. Wir haben uns selber quasi umgebracht. Alter. Ich meine, ansonsten ganz normales Gegner-Design-Modell-Gedöns von Tomb Raider 2, aber das gerade war dann definitiv nicht okay. Also nicht typisch und gewohnt. Aber wir haben weitere Fackeln auch gefunden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, okay, hat sich jetzt nicht gelohnt, die aufzuheben. Überhaupt nicht. Flammenwerfer-Typen, die hinterlassen uns ja nie was. Wissen wir ja leider schon. Aber die anderen Laras hier schon. Aber es ist schon verdammt krass, dass die jetzt einfach hier Laras Gesicht haben, diese Gegner. Was für einen Schlüssel haben wir eigentlich gefunden? Drei Stück. Menschen Keys. Das ist gut, dass wir gleich mehrere haben. Laut der Zeit ist der Part eigentlich auch schon lang genug, aber ich will mich mal eben ganz kurz unten noch umsehen. Hier können wir die Menschen Keys so, glaube ich, schon einsetzen. Wie viele Fackeln haben wir jetzt? Das ist gut. Machen wir nochmal eine an, weil es hier wirklich verdammt dunkel ist. Und schauen uns erstmal kurz unten in der Haupthalle um, was wir hier so finden. Oder haben, wie auch immer. Wenn ich die Eingangstür hier sehe und den Boden und sowas, muss ich direkt wieder daran denken, dass mein Freund ja aktuell zumindest dabei ist. Tomb Raider 2, das Mansion halt in Minecraft nachzubauen, das finde ich mega cool. Und hier ist zu, aber hier ist offen. Ich komme hier in die Küche. Durchaus rein. Okay. Hier war anscheinend Elsa zu Besuch, weil hier ist alles zu geeist, wollte ich schon sagen, zugefroren. Du gehst nicht auf, okay. Wir haben aber auch keine Schalter, um dich zu öffnen. Ich meine, ist auch besser so, vielleicht liegt Winston da drin dann tot rum. Das wäre ja nicht auszuschließen hier in so einem Horror-Level. Und was haben wir hier? Hier ist auch ein Schlüsselloch. Oh mein Gott. Oh, nee, ich will jetzt nicht mit der Schrotflinte hier rumballern. Sparen wir mal die nächste Fackel, indem wir erstmal hier uns so ein bisschen Licht machen. Und hier ist aber auch noch so ein Schlüsselloch, aber ein anderes. Da brauchen wir einen speziellen Schlüssel für.
Hier ist ein T-Rex-Kopf an der Wand, der netterweise nicht nach mir schnappt, wenn ich vorbeilaufe. Es wäre dem Spiel sonst zuzutrauen gewesen. Aber na gut, gehen wir erstmal wieder nach oben und fangen dann oben mit den Mansion Keys an, die einzusetzen. Und machen erst den unten zuletzt. Immerhin haben wir uns schon mal einen Überblick verschafft und das ist schon mal verdammt viel wert. So, ich speichere jetzt hier nochmal. Und sag dann mal auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Es bleibt mega creepy und wird teilweise noch creepiger. Und also gerade gegen Ende. Das Ende hat es sehr in sich, weshalb ich schon fast dieses Custom Level nicht let's playen wollte, tatsächlich. Das Ende ist sehr, sehr krass, kann ich sagen. Das hat mir nicht gefallen, wirklich auch. Aber insgesamt ist das Spiel halt sehr interessant und cool gemacht. Und deswegen ist es in dieser Hinsicht einfach wert, es gezeigt zu werden. Und deswegen kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen, dran zu bleiben. Macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao.